Willkommen zurück zu Dark Souls. Wir schnacken gar nicht lang und gehen direkt rein in den Bossfight. Ah, scheiße. Schön. Oh mein Gott. What? Tot. Okay. Wait. Was? Okay, ich glaube, ich werde mir auch einen anderen Weg nehmen. Um da hinzukommen. Ey, nee, das ist ja auch richtig beschissen, der Weg dahin. Der Weg ist richtig scheiße. Ich komme da nicht rüber. Nein! Ach Mann, ich habe keinen Bock, den schon wieder zu machen. Aber ich sehe nichts. Ach nee. Wait, ich mach das von der anderen Gnade aus. Ich hab da jetzt echt keine Lust drauf. Ich gehe ja nie full life dann rein. Oder halt selten. Ich nehme vorne die Gnade. Egal. Das ist mir zu blöd. Oh, ist das ätzend. Ja, wir nehmen vorne die Gnade. Wo diese Dame sitzt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es ist besser. Es war ein bisschen länger, der Weg, aber... Oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Auf jeden Fall mit verteidigen, würde ich mal sagen. Weil so gehe ich ja mit neuen Tränken nur rein. Shitte. Das ist ja brutal. Scheiße, ich wollte eigentlich rollen. Egal. Wisst ihr den Weg hier? Ich glaube, das ist besser. Oh, ist das unangenehm, hier durchzurennen. Aber ich glaube, das ist besser, wenn ich den Weg nehme. Ich glaube, da kann ich mich besser durchsneaken. Ach, Mann. Wie soll ich denn das schaffen? Es wird eine richtig scheiß Folge, glaube ich, heute. Das Problem ist, was mir gleich aufgefallen ist, du kommst durch die Nebelwand, du siehst erstmal gar nichts, aber die Bosse sind schon da und bereiten sich so gesagt vor. Du kannst eigentlich nichts machen. So, komm runter. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob es Sinn hat, eine andere Rüstung. Also wenn die mich sowieso zweimal treffen und ich bin weg, macht das überhaupt Sinn, dich denn so hoch auszurüsten? Aber Schweres kann ich nicht tragen, da bin ich zu langsam. Shit. Oder kann man hier das hier nochmal entfachen für einen Trank mehr? Geht das? Ich bin eine Hülle. Wait. Ich versuche das mal ganz kurz. Aushöhlung umkehren. Ich schau mal, ob das geht. Keine Menschlichkeit. Also geht das oder... Dass ich denn 15 Tränke, 20 Tränke, ich weiß nicht, ich glaube 20 Tränke habe ich denn. Dann sagt mir das doch gleich. Habe ich umsonst verplempert, ey. Ach.
Wieso sagt er mir nicht einfach, nee, das kannst du nicht, Mädel? Gibt es nicht irgendwas, was ich noch machen kann? Weil, also, dass ich gehe da rein, ich habe ja noch nicht mal einmal zugeschlagen. Das Schild auf jeden Fall behalten. Das würde dann noch 100% abhalten. Die Frage ist, ob meine Ausdauer reicht bei den Schlägen, die sie haben. Oh Mann. Also ich kann nicht verstehen, ob ich es in dieser Folge jetzt schaffe. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, so ist besser, wenn ich erstmal beigehe und sage, okay, ich nehme diesen Weg, der ist zwar länger, aber ich habe da einfach dann die Chance, wirklich mit 10 Tränken auch reinzugehen. Weil ich glaube, die werde ich brauchen. Die Frage ist auch, wie viel Schaden mache ich überhaupt bei denen? Oh Gott. Also sollte ich wirklich noch zu schwach für die Bosse sein, dann werde ich wirklich erstmal andere Gebiete noch machen. Wir haben noch die Katakomben, wir haben noch das Startgebiet, wo man nochmal hin kann. Da soll es wohl auch Neues geben. Also wir hätten noch ein bisschen was. Oh, ist das ärgerlich. Null Bock gerade, ohne Witz. Ich habe einfach gerade null Bock auf diesen Bossfight. Ah! Ich wollte da lang. Ne, wirklich, ich habe einfach gar keinen Bock gerade auf die. Boah, das war knapp. Was? Willst du mich rollen, Alter? Ey, allein der Weg macht mich schon fertig. Oh, 120 Schaden ist okay. Oh Gott, ich sehe doch hier gar nichts. Nee. So nicht. Ich muss die auseinanderziehen. So habe ich keine Chance. Ey, warum? Die schützen sich doch gegenseitig. Na! Oh, shit! Okay, das wird ein richtiges Geduldsspiel hier. Ich glaube, ohne Anvisieren bin ich besser dran. Der ist schneller als der andere, das ist doch nicht wahr. Wie soll ich denn das hinkriegen? Umgehen kann man die nicht, ne? Hab ihn nicht getroffen? Ich hab doch gemacht! Nein! Nein! Ich sehe nichts! Ich komme nicht weg! Oh. Och, ich habe doch jetzt schon keine Lust mehr. Also ich kann eins schon mal sagen, ich habe mir seit Malenia geschworen, ich werde nicht mehr 8 Stunden mit einem Bossfight verbringen. Ey, das ist doch nicht wahr! Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Lass mich! Okay, anvisieren muss ich schon, sonst sehe ich die nicht. Das ist. Oh. Oh, Scheiße, ey. Das ist doch ätzend. Anvisiert immer automatisch den Großen. Ey, der kommt immer wieder auf mich zugestürmt. Das ist ja ätzend. Ich hab doch gemacht! Willst du mich verarschen? Automatisch macht er den wieder. Ey, das ist doch ätzend. Oh, Scheiße. Ich krieg den nicht auseinander. Ich bekomme sie einfach nicht auseinander. So kann ich das vergessen, Leute.
Der rennt ständig auf mich zu, der Dicke. Ich hab ständig aufeinander gehocken, das ist doch ätzend. Ja, schon klar. Mann, was soll denn das? Der hört nicht auf. Kann... Ey, das ist doch ätzend. Das soll der beste Bossfight in dem Spiel sein? Das glaubst du selber nicht. Der hört nicht auf zu rennen! Das ist so geil, der Boss. Ich freue mich schon auf Ornstein und Smoke. Oh, ich bin jetzt schon genervt. Ey, guckt euch das doch an. Ich muss jetzt halt rückwärts laufen, ey. Jetzt kommt der wieder an, ey. Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, ist okay. Die schützen sich gegenseitig die ganze Zeit, Mann. Ey. Ich hasse Doppelbosse. Ja, siehst du, Alter, das ist doch bescheuert. Ich krieg die nicht auseinander. Jetzt kommt der wieder angerannt. Ist klar, weil der andere kommt ja näher. Das geht nicht. So, kannst du jetzt mal herkommen? Ey, das ist doch nicht wahr. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kommt ja von der anderen Seite angeschossen, ja. Und keine Ausdauer mehr. Wäre das möglich, dass ihr bis auseinander geht? Ey, ich hab keinen Bock mehr. Das ist so ein Kampf. Ach, scheiße. Wenigstens habe ich durfte ich einen Hit nochmal lang. Ja, ist klar. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Leute, ich habe einfach keine Lust auf den Kampf. Das soll ein geiler Kampf sein. Du läufst einfach nur im Kreis. Die ganze Zeit läufst du nur im Kreis. Okay, mit 2 Hit bin ich sowieso tot. Gibt es irgendwas Sinnvolles hier? Dieses ganze Gelaber interessiert mich nicht, die Lore. Danke für die Beschreibung. Was ist das? Also hier ist doch nichts wirklich bei, wo man sagt, so okay, passt. Kann ich sowieso alles nicht tragen. Ich werde hier bestimmt jetzt keine 100 Level machen für den Kram. Das ist doch Quatsch, was man hier als Beschreibung bekommt. Bietet recht passablen Schutz. Für alle, die sich im Schatten verstecken wollen. Ja, Belastung geht halt runter. Ich hätte das hier auf +2, aber ich glaube, es macht einen Unterschied. Ich rolle ja genauso wie sonst auch. Ja, ich rolle deswegen nicht schneller. Ja, aber dann kann ich schon nicht mehr rollen. Das ist zum Kotzen. Das bringt mir gar nichts. Ist egal, was ich davon nehme. Das könnte ich ausrüsten. Wird auch schon wieder zu schwer sein. Denke ich mal. Ja. Also ich bin genervt, Leute. Ich bin jetzt schon genervt. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich habe mir seit Malenia geschworen, auch keine 8 Stunden mehr mit einem Bossfight zu verbringen und das runterzuschneiden auf ein überschaubares Video. Das hatte mich damals gebrochen.
Vielleicht ist Level 58 einfach wirklich noch zu niedrig. Aber einfach jetzt hier weiter zu leveln. Ah, shit. Ich glaube, ich werde jetzt zum ersten Mal ein richtiges Problem bekommen hier. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich einfach trotzdem alles jetzt ausrüste, dass ich komplett tanky unterwegs bin. Da ist echt die Frage, wenn ich dann getroffen werde, habe ich denn noch Ausdauer? Oder war es das dann? Sterbe ich dadurch noch eher, weil die sind halt so zweit, ne? Ich bin alleine. Das ist mein größtes Problem gerade. Ich könnte dann vielleicht mehr aushalten, aber die kommen dann von beiden Seiten. Ich komme dann nicht mehr raus, weil ich einfach gar keine Ausdauer mehr habe. Und dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Ich bräuchte denn eher noch... Ey, das kann's doch nicht sein! Ich habe keine Lust mehr. Dann trifft der mich ernsthaft noch, ey. Ey, das kannst du mir nicht erzählen. Ich komme hier nicht mit 10 Tränken rein. Ist auch scheißegal. Ist jetzt auch scheißegal. Ey, verpiss dich, Digga. Ja, bleib einfach hinter dieser blöden Säule. Kannst du hinter dieser scheiß Säule bleiben, bitte? Oder vielleicht mit Fernangriff? Wäre das vielleicht besser mit Fernangriff? Ich meine, ich denke schon, dass sie zu schaffen sind. So ist nicht, ich bin einfach so ungeduldig. Ja, what? Ich hab mein Schild oben, es bringt gar nichts. Ja, nee, ist klar, jetzt kommt der andere an. Ich könnte ja einen Trank nehmen. Bleib in dieser behinderten Säule, Alter. Schon, ich hab schon wieder behindert gesagt. Ja, ja. Komm. Ey, das kann doch nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Ich habe keine Lust mehr. Ey, da habe ich einfach keine Lust mehr gerade. Es ist so, sorry. Das hat doch nichts mehr mit Fairness zu tun. Komm jetzt her. Ey, immer wenn ich vielleicht was machen könnte, kommt der andere schon wieder an. Und das ist, was ich meine. Und das macht für mich einen Kampf einfach kacke. Ja, ist okay. Ja, ich bin in der Ecke wieder. Ich muss ab und zu an ihn ran. So wird das nichts. Jetzt kommt der schon wieder hier hin. Ich mag das überhaupt nicht. Oder ich mache erst den großen und dann den kleinen. Er springt auch immer dann sofort gleich wieder weg. Ey, das ist das Schlimme eigentlich. Ey, der macht nichts anderes. Ich glaube, bei diesem Kampf musst du auch irgendwo Glück haben, dass du überhaupt eine Chance hast, an dem anderen ranzukommen. Der kommt überhaupt nicht her.
Oh. Ja, komm um Eck. Ja, du hast ewige Ausdauer. Komm her, Digga. Ey, der bleibt immer da hinten, ey. Und wenn er angerannt kommt, kommt der andere auch angerannt. Das ist das Schlimme daran. Das ist, was ich meine. Das ist doch ätzend. Lacht gerade Ornstein mich aus, oder was? Boah. Komm her, bitte. Komm ein bisschen schneller her. Noch ein bisschen schneller. Komm her, komm her, komm her. Es ist der andere schon wieder bei mir. Es ist zum Kotzen. Nein. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich komme nicht weg. Ich hol mir gleich einfach den NPC dazu, Alter. Nee, der macht mir, es macht mir gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, warum alle sagen, wie toll der ist. Der andere kommt sofort angejumpt, wenn er hier mal was bisschen sich bewegt. Das ist das Schlimme. Wir hocken die ganze Zeit nur zusammen. Nee. Wie lange soll denn der Kampf gehen, ey? Wird ein 3-Stunden-Video hier oder was? Jetzt bewegt er sich einfach gar nicht mehr. Jetzt kommt er wieder an. Ich sehe nicht, was der andere macht. Mann, scheiß drauf, ey, ganz ehrlich. Ornstein, niemand will dich haben, ey. Weißt du das nicht? Oh. Nein, auch Mann, ey, ich will nicht mehr. Ey, der macht nichts anderes die ganze Zeit, ey. Das ist doch... Nee, ich hol mir gleich erst den NPC. Scheiß drauf. Ja, ist okay. Und er macht wieder die gleiche Kacke, ey. Ja, ist okay. Gönn dir einfach. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Leute, es tut mir leid, aber ich hab echt gerade keine Lust mehr. Ja. Mhm. Ja, guckt euch das doch an. Wie willst du das denn machen, die auseinanderziehen? Gar nicht. Das ist so eine Glückssache hier, dass die auseinandergehen. Ey. Also das sind Kämpfe, die mag ich einfach denn nicht. Was, wo du einfach gar nicht kämpfst, sondern nur, ja, Fange spielst, ey. Ja, jetzt kommt er wieder. Muss ich ausweichen und nochmal ausweichen und komm. Wenn ich keine Ausdauer mehr habe, mach das bitte. Ich komme an ihn nicht ran. Ich komme an ihn einfach nicht ran. Das ist mein Problem. Gott. Ich könnte schon wieder kotzen hier, wirklich. Ja. Oh, ich habe keine Lust mehr. Das ist doch ein ewiger Kampf, ey. Komm her. Was soll das? Warum kommst du nicht einfach her, wenn der andere nicht... Ja, jetzt sind sie wieder zusammen. Thank you.
Komm, Ornstein, beweg dich! Das Problem ist aber, dass der andere viel zu schnell ist. Ey, das ist zum Kotzen. Die schützen sich einfach gegenseitig die ganze Zeit. Nein! Oh. Komm schon. Nein, 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 nein. Komm her, komm bitte. Noch dichter. Nicht beide. Ach Mann. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr, Leute. Das fühlt sich an, als ob das hier einfach nur in die Länge gezogen, echt. Ich hasse solche Kämpfe. Die ganze Zeit hocken die zusammen. Es ist so frustrierend. Ich krieg die nicht weit auseinander. Ja, natürlich. Nimmst du die Abkürzung. Dich, den ich überhaupt nicht haben will, Alter. Ja. Ja, ja, der andere ist ja dicht da dran. Da musst du auch erstmal wieder ankommen. Die sich gegenseitig decken, Alter. Ornstein, könntest du bitte herkommen? Natürlich machst du das nicht. Ey, das ist doch ätzend. Hinter mir ist irgendwas. Wo ist er? Da. Okay, okay, okay. Das ist ja ein richtiges Geduldsspiel hier. Komm schon. Das funktioniert nicht, Leute. Bitte, Ornstein, komm mal jetzt näher. Der andere soll wegbleiben. Bitte. Oh, Scheiße, Alter. Nein! Ich komme hier nicht mal weg. Nein, ich habe keine Lust auf den mehr, ey. Wirklich nicht. Ich komme hier nicht weg. Ach, Scheiße, ey. Das ist, was ich meine. Wie lange willst du die Kacke denn durchhalten? Und da verliert er immer wieder den Fokus. Natürlich gibt es eine zweite Phase. Oh, ich hasse solche Kämpfe. Ich weiß nicht, warum so viele sowas feiern. Sowas. Doppelbosse. Dann muss man einen NPC rufen, um das auszugleichen. Oh, Scheiße. Ach du Kacke. Nein! Och Mann! Scheiß drauf, Alter. Ich muss den irgendwie jetzt legen. Mann, ich hab keine Lust mehr. Das wird ein Endloskampf hier. Soll ich jetzt wirklich immer wieder die Laufwege drin lassen?
Ach Mann, ey. Und ist wieder alles auf Anfang. Das, was ich meine, ey, das geht mir so auf die Nerven. Wirklich. Ich will den anderen anfixieren und es geht nicht. Komm her. Der macht mich wahnsinnig, Jerry. Ey, und dann spawnt der hin und her. Ey, das ist doch ätzend. Es macht keinen Spaß. Das macht mir wirklich keinen Spaß. Die erste Phase ist ätzend. Ja, komm. Wenn ich denn mal versuche, mehr zu schaffen. Und einfach sage, ach komm, lass die doch eng beieinander sein. Jetzt kommt der andere wieder angerannt. Ja, es ist die ganze Zeit dieselbe Kacke. Es spielt keine Rolle. Jetzt kommt er wieder an. Ja, ist klar. Es spielt keine Rolle. Die hocken die ganze Zeit zusammen. Weil ich zu viel wollte. Weil ich einfach zu ungeduldig bin und doof bin. Nein, 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 was macht der jetzt schon wieder da neben mir? Man kann es ja nicht sehen. Ah ja, natürlich. Ja. Jetzt kommt er wieder an. Ja, der andere ist aber auch schon wieder bei mir. Das ist doch lächerlich. Das ist doch jetzt einfach nur noch lächerlich. Er lässt mich nicht in Ruhe. Scheiße, ich bin wieder in der Falle. Ja, das war Glück. Hätte auch wieder sein anderer Move sein können. Du hast keine Chance, sie auseinanderzuziehen. Es ist doch bescheuert, ey. Das ist doch echt nur eine Geduldsprobe hier wieder. Wenn der andere jetzt ankommt, dann rennt er auch wieder los. Sag ich doch. Und das macht ihn so ätzend, diesen Kampf. Du kannst doch nicht mal sagen, du triggerst das irgendwie. Dann läuft er jetzt außen rum halt, ne? Ja, musst du blind machen, ne? Komm mal ein bisschen dichter, Hornstein. Der andere soll da hinten bleiben. Ey, das ist ätzend, ey. Ich kann mit solchen Kämpfen nichts anfangen. Ich sehe nichts. Schon klar. Mach das mal blind. Kommst du bitte wieder? Was macht der denn jetzt da? Wieder den hier. Der andere ist aber auch jetzt schon wieder bei mir. Nee, okay. Die erste Phase aber nur ätzend, weil die zu zweit hier einen ständig belagern und immer zusammen hocken. Ja. Keine Chance, das auszuweichen. Ne? Boah. Jetzt kommt er wieder. Es ist so klar.
Die hocken die ganze Zeit zusammen, ey. Das haben die echt so programmiert, wenn der eine ankommt, ist der andere auch sofort auf dem Weg. Komm, Ornstein, Alter. Ich bin übertrieben genervt. Jetzt kommt er wieder damit an. Das ist ein reines Geduldsspiel. Ja, das war klar. Oh, nein, Mann, ich hab geblockt, aber es interessiert ihn einfach nicht. Weil er von der Seite einfach dann kommt. Ist mir doch egal. Ist zu eng. Wir sind zu eng beieinander. Was? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, Mann. Oh, scheiße. Die ganze Zeit, ey, das ist doch einfach nur noch nervig. Kann bitte Ornstein irgendwas Sinnvolles mal jetzt machen, was mir irgendwas gibt? Wieder sind sie nebeneinander, es ist nervig. Es nervt mich einfach nur. Ich krieg die nicht auseinander. Ich bekomme die nicht auseinandergezogen. Oh Scheiße. Oh Scheiße! Kommt da wieder jetzt, ne, Ornstein? Bitte komm mal näher, ey, wirklich. Noch näher. Ja, 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 so meine ich das. Nein, nicht stehen bleiben. Schon kommt der andere wieder mit an. Es ist so nervig. Bitte komm. Nicht du. Nicht du, der andere. Bitte. Ich wusste es. Du hast keine Chance, dann einfach wegzukommen. Nein! Nein! Jetzt kommt er wieder damit. Die sitzen wieder zusammen. Es ist egal, was ich versuche, die hocken zusammen, Mann. Komm schon. Ornstein bewegt sich einfach gar nicht. Komm mal noch ein bisschen schneller ran. Nein! Ach Mann, ich will nicht mehr. Wirklich nicht. Nein, 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 nein. Aha. Jetzt kommt er. Komm schneller. Komm noch dichter. Ach, scheiße. Und wieder sind die zusammen. Es ist so nervig. Und wieder sind sie zusammen. Es ist zum Kotzen. Ja. Und wieder kommt er wieder. Ja, es ist klar. Macht der eine den schnellen Move, macht der andere auf jeden Fall auch den Move.
hab's noch gehört. Ich hab's noch gehört. Und Smoke oder wer auch immer du jetzt da bist, Alter. Geh bitte. Ich sehe nicht, was hinter mir passiert. Mann. Lass mich einfach. Oh, und schon wieder macht er die Kacke. Er macht das nur. Permanent. Es nervt mich einfach, Leute. Ich kann nichts dafür. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, ich komme nicht mal an ihm weg, Alter. Renn, 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 renn. Oh. Geil, wenn du ihn nicht mal anvisieren kannst. Habe ich, aber ist okay. Mach die Rolle nicht. Ist in Ordnung. Oh mein Gott. Ich muss auch wieder hinter ihn kommen. Die lachen die ganze Zeit. Oh Gott. Was hast du jetzt vor? Er rennt auch nicht mehr, ne? Aktuell zumindest. Mann, ich kann ihn wieder nicht anvisieren. Ist okay. Oh Gott, keine Ausdauer mehr. Oh nein, 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 wir kommen nicht weg. Ich habe keine Lust mehr, Leute. Dritter Versuch. Er visiert einfach den nicht mehr an und das ist das, was ich meine, was ist doch nicht geil konzipiert, wenn er einfach dann den Fokus verliert mittendrin. So, ich gehe da mit Pull Life rein, Leute. Die Laufwege schneide ich jetzt einfach raus. Damit macht er mich verrückt, ey. Nein, 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 nein. Lass es. Was machst du jetzt da? Mit der Wand kämpfen. Ich habe auch einfach auf die erste Phase überhaupt keine Lust mehr. Scheiße. Mann, ey, weil ich einfach zu ungeduldig werde hier lange mit der ersten Phase. Ich habe keine Lust mehr auf die erste Phase. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, wieder verliert er den Fokus. Und immer dann macht er den. Immer. Er lässt sich komplett zurückfallen, dass er nicht mehr fokussiert werden kann. Anvisiert, nennt das wie ihr wollt. Komm mal ein bisschen ran. Ey, nicht du! Ich will nicht mehr. Wirklich. Ja. Mach das mal bitte blind. Jetzt sitzen wir zusammen.
Das ist so dumm. Ja, natürlich geht das noch durch, weil ja während der andere angreift, der Ornstein weggeschoben wird. Ich blocke, macht keinen Unterschied. Ich habe keine Lust mehr, Leute. Ich sag's ganz ehrlich. Es gab ein vierter Versuch, aber ich habe jetzt trotzdem schon keinen Bock mehr. Weil die erste Phase ist super piss, ey, wirklich, also wieder sitzen sie zusammen. Du kannst machen, was du willst, sie hocken immer zusammen. Ja, komm, es rennt wieder, es schiebt er sogar den noch mit, damit die auch wirklich auch zusammen bleibt. Ich weiß nicht, wie ich anders rankommen soll, Alter. Ein Geduldsspiel, ich weiß. Aber das hier ist einfach nur noch nervig. Weil du gar nicht kämpfst, du spielst Fange. Die ganze Zeit in der Erstphase nur Fange. Bornstein verliert irgendwie anscheinend immer wieder die Orientierung, wo er eigentlich hin muss. Kämpft gegen die Säulen, anstatt zu mir zu kommen. Jetzt macht er wieder den. Klar, weil ich habe ja den Fokus verloren. Also, ne? Ja, natürlich. Scheiß drauf. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock mehr gerade. Es ist mir zu nervig. Ich habe den Fokus verloren. Ne, ihr merkt's. Wenn ich den Fokus verliere, vom Spiel selbst macht er diesen Move. Und wieder ist Smoke ganz dicht dran. Ornstein ist hinten an. Ja, natürlich, von der Seite trifft er trotzdem noch. Wie ist denn sonst einer? Wäre langweilig. So, Smoke muss erstmal hinterherkommen. Ne, also. Natürlich kommt er jetzt nochmal hinterher. Ja. Also wir wollen das ja hier ein bisschen auch spannend halten. So. Ey, der geht mir so auf die Nerven, Smoke. Also ich weiß nicht, wer sagt, das ist der geilste Bossfight hier in diesem Spiel. Ich glaube tatsächlich, damals war es wirklich so. Ihr merkt, ich habe wieder den Fokus verloren. Er kommt nicht durch. Und kommt jetzt wieder von der Seite oder so. Währenddessen greift er mich jetzt wieder an hier. Smoke, den ich nicht sehen kann. Ich habe auch einfach gerade keinen Bock mehr. Ich glaube, man merkt es auch. Ja, komm. Er kommt wieder nicht durch. Ich hab vorher gerollt, dann rollt er einfach mal eine Minute später. Ja, natürlich. Ich habe keine Lust mehr zu warten, dass sie auseinandergehen. 15 Minuten lang warte ich, dass sie auseinandergehen. Ja, ich muss erstmal einen Heiltrank nehmen. Ach, scheiß drauf, Alter, wirklich. Ist geil. Also ich merke richtig, wie Spaß ich habe bei dem Boss halt. Jetzt kommt er wieder angestürmt. Wodurch meine komplette Ausdauer weg ist. Ich nicht angreifen kann. Und ausweichen, ja klar. Wenn ich denn sehen würde, wie er denn mal angeflogen kommt. Weil er verhaspelt sich ja auf dem Weg immer wieder. Jetzt kommt der andere wieder an. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerollt. Und ich hatte Ausdauer. Ich hatte Ausdauer dafür. Mehr als genug.
Ich habe wieder gerollt, jetzt rollt er. Es ist so bescheuert. Wenn er nicht das macht, was ich sage, wie soll denn der Kampf logisch funktionieren? Ich habe keine Lust mehr, ey. So sieht's aus. Entschuldigung, er wirklich ein NPC. Scheiß drauf, Mann. Und sofort kommt er wieder angestürmt. Und das soll geil sein, ja? Sich hier halt im Kreis zu drehen. In der Hoffnung, dass die mal auseinandergehen. Selbst dieser kurzen Moment, den ich jetzt treffen könnte, ist er wieder weg. Kann Smoke mich nicht einfach in Ruhe lassen jetzt, Alter? Du gehst mir echt auf die Nerven. Er kommt nicht mal an ihn selber ran vorbei, ey. Ich kann nicht mal dafür sorgen, dass er sich an den Säulen verhaspelt oder so. Gar nichts. Sofort springt Smoke wieder weg, jetzt bleibt er wieder hinten und der andere kommt. Leute, es macht doch gar keinen Spaß und es ist doch kein Kampf. Ihr seht mich, das hat nur im Kreis laufen. 15 Minuten lang, 20 Minuten, nur im Kreis. So, jetzt ist er auch wieder da. Ich laufe einfach nur im Kreis, die ganze Zeit. Das ist spannend, ja? Also, weiß ja nicht. Ich glaube, das wird die langweiligste Folge. Ich hab gerollt. Komm, jetzt roll, wenn ich aufstehe. Bitte. Bitte roll, wenn ich aufstehe. Da macht's richtig Sinn, dass ich in die Angriffe reinrolle. Oder darf man jetzt nicht mehr blocken, wenn man rollt denn dabei? Also nur eins von beiden. Würde mich auch nicht mehr wundern hier. Ja, und schon kommt er wieder angerannt. Ich habe wirklich keine Lust mehr, Leute. Ich muss mich erstmal wieder heilen. Scheiß drauf. Ich habe gerollt. Ich schwör's euch, ich habe gerollt. Ich lege das Spiel gleich kurz beiseite. Weil ich habe einfach gar keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Gar nicht mehr. Ist okay. Langsam denke ich mir so, scheiß drauf, dann sind die halt zusammen. Ja komm, mach mal was, Ornstein. Alter, ich weiß nicht, warum ihr alle den so feiert. Der macht gar nichts. Der schillt sein Leben hier. Und lässt sein Brudi alles machen. Jetzt kommt er wieder, natürlich. Ich habe auch keine Lust mehr einfach. Das ist so, Leute, es ist einfach so. Ich habe keine Lust mehr. Manchmal sollte man ein Spiel auch mal für eine Stunde einfach dann beiseite legen. Es ist so lächerlich. Ja, war ja klar. Ja, ja, ja. Schon klar. Schon klar. Ich habe keine Lust mehr. Ja, ist okay. Scheiß drauf. Ich mach nochmal. Was macht der den hier? Keine Ausdauer mehr. Scheiß drauf. Ernsthaft? Würde mich nicht wundern, wenn du mir jetzt auch noch meine Menschlichkeit abziehst dafür. Scheiß drauf.
Woher war mir das klar, dass du das machst? Komm her. Du kannst da hinten bleiben. Ja, ich sehe wieder nichts. So muss es sein. Ich schwöre euch, ich habe keinen Bock mehr auf die erste Phase. Es war klar, dass du von der Seite kommst. Wo ist das auch der andere jetzt? Komm her. Smoke, bleib einfach weg! Mit deinem fetten Arsch, Alter! Ey, Mann, es ist zum Kotzen, Alter. Bitte geh hier erst mit Level 100 rein. Ja, Leute, nee, mach ich nicht. Ich höre schon die Kommentare. Da müsst ihr noch mal ein bisschen leveln. Du brauchst ganz viel Ausdauer, ganz viel Leben. Schaden ist okay. Ey, Ornstein, ich hasse dich. Du machst einfach nichts die ganze Zeit. Du schillst einfach dein Leben nonstop. Ja. Bisschen Glück muss auch dabei sein. Ja, rangehen bringt nichts. Die killen mich dann einfach. Oha, das war Glück. Scheiße, es ist Smoke hinter mir. Er will wieder. Er will wieder! Ach Mann, ey, die hängen jetzt halt nur zusammen, ey. Ich habe auf den Kampf keine Lust mehr. Wirklich die ganze Zeit. Er kommt wieder nicht durch. Teleportierst du dich am besten noch? Hallo? Was ist das? Das soll gut programmiert sein. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Wenn er nicht mal versteht, dass er außen rumgehen kann. Bitte komm doch einfach jetzt hierher. Nicht du, nicht du. Ich versuch's jetzt trotzdem mit dem Angriff. Ja, ja, natürlich. Was sonst? Jetzt kann ich mich nicht heilen, weil er wieder ankommt. Oh, oh, nein. Ich will nicht mehr. Leute, ich will einfach gerade nicht mehr. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinem Scheiß. Und wieder mit seinem Scheiß. Hab den Fokus wieder verloren, dann kommt er bestimmt jetzt wieder mit seinem Kram an. Ich sehe nicht, was hinter mir passiert, ey. Hier brauchst du Augen auf allen Seiten, echt. Komm schon. Ornstein, bitte. Du nervst mich einfach nur. Ich feier den gar nicht. Er springt so wieder nach hinten.
Jetzt kommt er wieder. Es geht mir so auf die Nerven. Ja, du nimmst natürlich die Abkürzung. Die erste Phase ist manchmal schwer. Es ist einfach ein Abwarten. Ich versuche echt nicht zu meckern. Aber es ist so unnormal schwer, hier nicht zu meckern. Ja, natürlich. Natürlich! Wäre ja meine Chance gewesen. Jetzt fokussiert er wieder den anderen. Der, jetzt kommt er gleich wieder. Sag ich doch. Es ist immer dasselbe Moveset, aber... Jetzt kommt er wieder angerannt, weil die sind zu weit auseinander. Ziehst du zu weit auseinander? Ja. Ich hänge an der Kante fest. Und Stein, beweg deinen Arsch, Alter, ich schwöre. Er bleibt wieder hinten. Ja, wie jetzt konnte ich einen Treffer landen. Ich sehe nicht, wo er ist. Natürlich kommt er angerannt. Ich habe ja Ornstein einmal getroffen. Wie ziehen wir einen Bosskampf in die Länge? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee, Leute. Wir lassen die einfach mal zusammenhocken. Und wenn der eine was macht, muss der andere automatisch das machen. Ich komme nicht ran. So lächerlich. Es ist so lächerlich. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein. Oh, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Das war mehr Glück als Verstand. Ey, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Bitte. Nein. Ich will den einfach nur jetzt. Ich will einfach die nächste Phase jetzt. Wo ist Ornstein? Ich sehe ihn nicht. Er ist hinter mir, oder? Natürlich ist er hinter mir. Boah. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht mehr. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß, die sind ganz einfach. Wenn man... Was? Was? Das ist, was ich meine, wenn du blockst, aber es passiert nichts. Natürlich kommt er jetzt an. Natürlich habe ich den Fokus verloren. Ja, na, ist klar. Hallo? Ich blocke. Oh, jetzt bewegt er sich gar nicht mehr dahin. Ja, also ich finde es auch richtig geil inszeniert. Was macht ihr jetzt? Wir chillen einfach den ganzen Tag jetzt. Oh, oh. Ich sehe nicht, was Smoke macht da hinten. Scheiße! Ich bin in der Ecke gedrängt! Und ich komme hier nicht mehr weg! Ich will nicht mehr. Leute, das ist, was ich meine. Das macht doch auf Dauer so keinen Spaß. Oh, das war knapp. Ich brauche noch einen Hit bei ihm. Kann Smoke mich jetzt einfach in Ruhe lassen, ey. Den ganzen Tag bewegst du dich nicht, aber jetzt... Scheiße.
Komm schon, bitte. Ich will jetzt einfach nur noch einen Kasten haben. Nein, Mann. Ja, ist klar. Hätte mich jetzt auch nicht mehr gewundert. So, ich mein fünfter Versuch, ich weiß nicht mehr. Ich muss irgendwie an ihn ran. Nein, nein, nein. Oha. Na. Versuch. Scheiße, er ist wieder vor mir. Jetzt macht er wieder diesen Scheiß-Move. Wollen wir wetten? Nein. Ich komme nicht hinter ihnen, Leute. Ich will nicht mehr. Oh. Ich hab geblockt! Ich schwör's euch! Nein! Oh! Nein! Wir haben ihn! Oh, Top 5 Versuche waren es jetzt. Ich bin am Ende, ich will nicht mehr. Ich hab keine Geduld für solche Kämpfe. Das ist nicht meins. Ja, hier komm, nimm einfach an. Es ist nicht meins. Diese Geduldskämpfe sind mein Problem. Das ist doch Fangespielen. Gut, bringt nichts ein zu sagen. Hat 50.000 Seelen gebracht. Da liegen 0. Ne, ich bekomme dafür auch nicht auch eine Seele. Und was nun? Sonst gibt's hier nichts. Geht auf jeden Fall irgendwo hoch. Ah. Wartet mal, aber ist da hinten auch offen? Da war doch auch eine Tür. Wo muss ich denn jetzt hin? Eine von beiden Türen muss ich auf jeden Fall nehmen. Ich bin abgefuckt gerade. Ich hasse solche Kämpfe. Oh, Gott sei Dank. Ich verteile jetzt meine Punkte, meine Seelen. Aufsteigen. Alles in Kondition rein, ey. Ich habe keine Lust mehr darauf. Guckt euch mal an, wie ich müh hochgegangen. Was haben wir hier? Ah, okay, man kann. Ist egal, welche man nimmt. Okay, okay. Wir gehen beide einfach nur hier hoch. Das ist doch schon mal gut, dass es überschaubar hier bleibt und sich nicht 500 Miles teilt. Und nu? Ah, okay. Hier ist bestimmt auch ein Secret. Könnte ich mir vorstellen. Irgendwo eine Wand oder so. Oder man kann eine Scheibe auf einmal einschlagen. Oh, ich bin so genervt. Das ist ja Wahnsinn. Der schlimmste Boss bisher, weil ich einfach keine Geduld habe. Das ist so. Bitte nicht den nächsten Boss.
Wie lange nehme ich jetzt auf? Eine Stunde. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. Hä, ist das nicht die Figur von unten? Da stand doch unten die Figur, wo ich doch meinte, ja, ein bisschen knapp bekleidet da oben. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day father his form did obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. Hm. Herrschergefäß. Beschön. And beseech thee. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Aha. O chosen undead, thou hast journeyed far. Doch, was? Eidwache der Prinzessin. Ja, es ist egal. Was bringt mir der Eid? Ring der Sonnenprinzessin? Hereafter I, Guinevere, shall serveth as thine guardian. If thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one with the sunlight forevermore. Aha. Since the day father his form did obscureth, I have awaited thee, once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn thou art. O chosen undead, and beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world, a grave and arduous test of metal, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Please, father's role thou should assume, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Okay. Seeker Frant, the primordial serpent, shall guide thee. Okay. Okay, das wiederholt sich jetzt nur. Dann gehen wir raus. Secret? Sieht aus wie Türen. Sorry. Okay, alles klar. So, damit haben wir Anor Londo durch. Was wir gucken können noch, bevor es weitergeht. Oh, gucken wir mal. Teleportieren. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Die Laufwege sind mir auch echt langsam zu viel. Sehr gut. Oh, da haben wir aber noch einiges offen, ne? Das hat er leider sich nicht hier gemerkt. Die Katakomben. Okay, da muss man so irgendein bestimmtes Feuer immer entfachen. Okay, egal. Was ich gucken wollte, ist, ob jetzt hinten vielleicht schon, von hier, genau, hier sind wir gegangen. Ob wir hinten jetzt die goldene Tür dann offen haben. Deshalb würde ich jetzt da schon mal zurücklaufen. Ich bin bedient von dem Boss. Es gibt schlimmere Bosse. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen,
reicht mir, was ich jetzt hier an Bossfight hatte. Ich brauche nicht mehr Bossfights. In diese Richtung mit Doppelbossen. Ist nicht meins. Ich meine, klar, damit weiß man, wie sich Bosse fühlen. Ja, ist okay. Damit weiß man zumindest, wie sich Bosse fühlen, wenn man immer so einen NPC ruft oder sowas. Ne? Fühlt sich kacke an. Boss, warum kannst du so weit mitlaufen auf einmal? Seit wann kannst du so weit runterlaufen? Da oben liegt noch Loot. Den werden wir uns holen. Aber ich laufe jetzt erstmal zurück. Ja. Also, das ist nicht mein Lieblingsboss. Tut mir leid. Ich weiß, viele feiern Ornstein und Smoke. Habe ich schon oft gehört. Ich feiere das jetzt nicht so, ne? Weil es ist nicht an sich schwer, es ist einfach nur super nervig. Ich bin kein Geduldsmensch. Und das brauchst du da. Geduld und Spucke. Vielleicht mit einem anderen Bild, das ist nochmal was anderes, wenn man einfach nur ein Schild hochhält. Oder geht ein Mühe weg und du kannst zuhauen und hältst einfach ein Schild wieder hoch. Vielleicht ist das denn was anderes. Weiß ich nicht. Ich muss es aber auch nicht nochmal ausprobieren. Okay. Ich setze mich hier einmal kurz an die Gnade. Oh, ich bin bedient. Ich bin wirklich bedient. Hast du irgendwas noch Schönes für mich? Hm. Ah, wir wollen uns noch den Ring angucken. Wir haben einen Ring bekommen. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. Hätte ja sein können. Jetzt hat mich ja mal ganz gezogen. Und dass wir hier respawnen. Und ich wollte gucken, was der Ring macht. Ich hatte jetzt hier den Hartstallring. Konnte mal beim Händler kaufen. Wo ist der? Das ist der, ne? Verstärkt Wunder? Nee. Das hier ist der. Verstärkt Wunder Synergie. Benutze ich null. Ich benutze keine Pyromantie oder wie das heißt. Ich benutze keine Zauber, keine Wunder. Ich steche einfach mit meinem Zahnstocher zu. Erhöht Bogenreichweite. Aha. Ja, gut. Ich schaue doch mal in der nächsten Folge, ob wir da durch durchs goldene Tür kommen. Wobei ich aber das Gefühl habe, das ist das Ende vom Spiel, weil das so Gold ist. Und ich meine doch, das Gewinn doch der Obermacker hier ist in dem Spiel. Als ich das gelesen habe in den Kommentaren. Und wir kamen ja da nicht durch. Da hieß, da fehlt uns was. Und jetzt haben wir ja den Schlüssel bekommen zu diesem Oberfuzzi. Würde ich jetzt verstehen so? Hat sie doch irgendwas gesagt, dass wir jetzt zu dem hin können? Und wir sollen den Legen gewinnen? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich reinrennen sollte. Oder ich gehe erstmal ins Startgebiet zurück. Da haben wir ja auch noch irgendwas zu liegen. Da meint ihr, da muss ich auch unbedingt noch hin. Katakomben haben wir noch. Das ist auf jeden Fall noch offen. Ich glaube, dann haben wir alles. Was wir noch haben ist, wir haben noch den, mit einer Schlange zu reden. Meinte sie. Wir müssen noch mit einer Schlange reden. Ich denke mal, damit meint sie den, der ganz am Anfang von dem Gebiet ist. Im Startgebiet. Also nicht Startgebiet, aber wo man dann nach hinkommt, wo wir hingebracht werden vom. Mal gucken, keine Ahnung. Oh, okay, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, obwohl ich wieder so ein bisschen gemeckert habe. Danke fürs Einschalten und dann machen wir nächstes Mal weiter und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.